Willkommen zu unserem ersten Podcast, das philosophische Sofa. Hallo. Ich bin Vera Höger. Ich bin Christian Funke. Ja, ich wollte gerade sagen, mir gegenüber sitzt Dr. Christian Funke. So viel Zeit muss sein. Und wir sitzen tatsächlich auf einem Sofa und planen... Ein philosophisches Gespräch zu führen. Wir kennen uns schon etwas länger und wir haben auch schon häufiger auf diesem Sofa philosophische Gespräche geführt und freuen uns jetzt darauf, diese Gespräche mit euch und Ihnen zu teilen. Ja, dieses Projekt wird wohl auch auf Dauer gestellt werden, zumindest ist das der Plan. Das ist der erste Podcast. Wir möchten Ihnen ein Bild davon machen, was wir für wichtig erachten aus der Geschichte der Philosophie. Und wir haben uns gedacht, wir fangen an mit einer geschichtlichen Größe. Und zwar mit Sokrates. Mit Sokrates. Ich habe mir Sokrates gewünscht und Sokrates ist sicherlich ein Name, den viele kennen. Aber wir wollen Sokrates, seine Zeit, seine Person und seine Gedankenwelt heute ein klein bisschen näher beleuchten. Und vielleicht starten wir damit, Christian, dass du uns ein bisschen was darüber erzählst, in welcher Zeit Sokrates gelebt hat. Die Zeit von Sokrates ist das sogenannte perikleische Zeitalter, genannt nach dem großen Staatsmann Perikles, der Athen zu einer Größe geführt hat, die wir heute noch kennen. Wir alle kennen ja das antike Athen, wir alle kennen diese Statuen, diese wunderschönen Marmorstatuen, die uns in den Museen in Berlin und in Paris und in London entgegentreten, diese wunderbaren Arbeiten. Das entstand zu dieser Zeit. Griechische Hochkultur, wenn man so möchte. Aber diese griechische Hochkultur war bezahlt mit viel Blut. Das perikleische Zeitalter war eine Zeit der Blüte. Allerdings gab es auch viele Zeiten des Krieges. Sokrates lebte auch in Zeiten von kriegerischen Auseinandersetzungen, von einer Brutalität, die wir uns vielleicht nicht denken können. Es war wirklich, Seeschlachten waren an der Tagesordnung, Plünderungen waren an der Tagesordnung, die Städte wurden niedergebrannt. Die Welt dort geriet in gewisser Weise aus den Fugen. Naja, ich fange mal an, 500 vor Christus etwa. Wir bewegen uns also zu einer Zeit, die jetzt 2500 Jahre her ist. Im Jahre 2031 feiern wir Sokrates 2500. Geburtstag. Und das ist belegt. Also man weiß wirklich, dass Sokrates gelebt hat. 469 vor Christus wurde er geboren. Woher wissen wir das? Wir wissen das aus Quellen über die... Also man kann ja gewisse Daten rückdatieren, weil man gewisse sichere Daten hat. Man weiß etwa, wann Perikles Staatsmann geworden ist. Und aus einem anderen Buch weiß man dann, dass zur Einführung von Perikles Sokrates 21 Jahre alt war. Und dann ist es nur noch eine Sache der Rechnung. So kann man geschichtlich eben herausfinden, wann was passiert ist in der Vergangenheit. Gut, also Athen erlebte zu der Zeit von Sokrates eine Hochkultur, eine Blüte in vielerlei Hinsicht. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie lebte Mann oder Frau zu dieser Zeit in Athen? Athen war ein Stadtstaat, eine sich selbst organisierende Einheit, etwa so groß wie, ich sag mal, wie die Hansestadt Lübeck. Man muss sich das vorstellen, das liegt ziemlich auf einem Hügel gelegen mit Meereszugang. Der Meereszugang, der Hafen von Piräus, ist ein Vorort von Athen. Athen selbst, dieses Hügelige, wo man die Stadtspitze kennt, die Akropolis, das war sozusagen die Altstadt. Und dann gab es noch drei andere Vororte. Und diese Vororte waren der Ort für Handwerker. Im Stadtzentrum selbst waren die sakralen Orte, die Tempel und der Marktplatz, an dem gehandelt wurde. In Athen selbst lebten Ausländer, sogenannte Metöken. Die hatten kein Mitspracherecht über die Demokratie, die es gab. In Athen lebten Sklaven, die größtenteils den Haushalt und die handwerklichen Dinge für die Athener Bürger erledigten und die Felder bestellten. Denn um die Stadt selbst gab es einen großen Ring an Feldern. Dort versorgte man sich eben selbst mit Hülsenfrüchten hauptsächlich. Dort wurden Bohnen und Linsen angebaut. Erbsensuppe war das hauptsächliche Gericht zu dieser Zeit.
Und man aß natürlich auch Vieh, das man hielt. Man aß Schafe, man aß Ziegen, Rinder. Ich weiß gar nicht, ob Schweine auch so gehalten worden sind. So viel geschichtliches Wissen habe ich dann doch nicht darüber. Also man lebte eben landwirtschaftlich, man lebte handwerklich. Es gab auch freie Bürger, die das Handwerk ausübten. Das waren die sogenannten banausischen Tätigkeiten. Das waren Bürger, die hatten keine Sklaven, aber die meisten Bürger hatten Sklaven zu Hause. Die Sklaven kamen nicht aus Athen selbst, sondern kamen immer aus dem Umland. Das war so eine Art von Erbsklaverei, wie es sie heute etwa noch gibt. Man denke an das aktuelle Thema der Sklaverei in den Himalaya-Staaten. Also dort wird auch Sklaverei heute noch geduldet. Und die Ökonomie damals war durch die Sklaven bestimmt. Also es gab Sklaven, es gab Ausländer, es gab freie Bürger und Adlige, Aristokraten. Und unter den freien Bürgern tummelte sich quasi das Stimmrecht. Aber der Stand selbst der freien Bürger unterschied sich. Es gab die aristokratische Schicht und es gab die Schicht der, wir würden sie heute den Mittelstand nennen. Und Sokrates entstammt dem Mittelstand. Er war also kein Aristokrat. Nein, er war ein Bürger Athens. Er konnte mitbestimmen. Er war in seinem Leben Richter, wie jeder Athener zu Lebzeiten mindestens einmal Richter, ein Richteramt innehatte. Er war ein Mann, das war wichtig für die Mitbestimmung, weil Frauen durften nicht mitbestimmen. Er entstammte einer Familie von Steinhauern oder Steinmetzen, das ist nicht so ganz klar. Sein Vater Sophroniskos hat einen Betrieb geführt, seine Mutter war Hebamme. Sie hieß Phainarete. Also Frauen haben durchaus Berufe ausgeübt. Ja, Frauen hatten Tätigkeiten, die sie in Eigenverantwortung übernahmen. Bloß hatten sie eben kein Stimmrecht, was ja auch noch Jahrhunderte, Jahrtausende lang noch so ging. Man denke auch in Deutschland erst durch die Reichsreform 1918 erhielten die Frauen und übrigens die Knechte und die Mägde auch das Stimmrecht. Also diese Standesordnung der damaligen Zeit war noch lange, lange bestimmte das Leben. Ne? Nun wissen ja sicherlich doch die ein oder anderen, dass Sokrates verheiratet war, weil eine dann doch in Anführungsstrichen bedeutende Frau der Antike war seine Frau, die sprichwörtliche Xantippe. Das Zänkische der Xantippe ist so sprichwörtlich geworden. Ne? Man spricht von zumindest habe ich mal gehört, in Italien ist das noch sehr verbreitet. Sprichwort durchaus auch. Also. Ja, du Xantippe. Das ist auf Anekdoten zurückzuführen. Die Frau von Sokrates war mit ihm ziemlich unzufrieden, sagen wir es mal so. Und es ist überliefert, dass sie sehr, wir würden heute sagen, cholerisch reagiert hatte oder hysterisch, um mal ein anderes böses Wort. Ein böses Wort zu nehmen. Sokrates war nicht oft zu Hause. Sokrates war immer unterwegs. Sokrates war ein Stadtmensch. Er liebte es, morgens dahin zu gehen, wo die meisten Menschen waren, nämlich an die Gymnastikorte. Man hat sehr, sehr viel Gymnastik getrieben in Athen zu dieser Zeit. Und wenn dann die Sonne etwas weiter am Himmel stand, füllte sich der Marktplatz und dann hielt er sich am Marktplatz auf den ganzen lieben langen Tag. Während den heißen Zeiten wird er natürlich in den Säulenhallen gestanden haben, dort wo man Schatten genoss und weitergeredet haben. Sein Tag bestand darin, andere Leute zur Rede zu stellen und zu philosophieren. Bis zum Lebensende sagte er, meine Hauptaufgabe in Athen war, dass ich mich um die Seelen meiner Mitbürger gekümmert habe, indem ich philosophierte. Das fand seine Frau natürlich nicht gut, denn er hat keinerlei Hausarbeit, also er muss keinerlei er hatte sehr viel Tagesfreizeit und die Aufgaben hingen an Xantippe, das muss man jetzt ganz klar sagen. Und dass da natürlich Missmut entsteht, kann sich jeder denken. Denn sie, Xantippe, hat den Steinmetzbetrieb wohl auch weitergeführt. Sie hat die Sklaven beaufsichtigt und sie hat die drei Söhne, die sie zusammen hatten, auch großgezogen.
Also ein bisschen so dieses Bild von der Frau, die, ich sag jetzt mal, etwas lax ihm den Rücken frei hält, ja, damit er vielleicht auch zu der Größe kommen konnte und diese Dinge tun konnte. Dafür war Xanthippe ja ein klein bisschen Garant. So könnte man die Geschichte schreiben. Es ist nicht ganz belegt, welche Rolle Xanthippe in dem Leben hatte. Man weiß, als Sokrates später in seinem Leben im Kerker saß, kurz bevor er hingerichtet wurde, hat Xanthippe ihn besucht. Und es war ein einziges Geheule. Xanthippe war wohl eine Frau, die war sehr ungehalten mit ihren Gefühlen und das passte den anwesenden Männern nicht. Man hat sie dann nach Hause geschickt. Man hat sie einfach verabschiedet. Also man wollte doch vor dem Tod von Sokrates noch ein bisschen reden und nicht nur heulen. Mehr weiß man auch wirklich nicht über Xanthippe. Es gibt noch die Anekdote, dass sie natürlich den Sokrates auch immer lang gemacht hat, wenn er mal nicht nach Hause gekommen ist und, ich weiß nicht, die Erbsensuppe angebrannt ist oder so. Sie hatten vielleicht eine gute Beziehung. Das kann man, denke ich, wohl sagen, denn sie hat immerhin ja um ihn geweint. Das war ja nicht so, dass sie ihn verflucht hat. Aber er hat auch kein Geld mit nach Hause gebracht. Ne? Er hat mal gesagt, ab und zu habe ich ein Geldstück auf der Straße gefunden. Das habe ich dann mit nach Hause gebracht. Das ist lustig und es hat was zutiefst Menschliches. Ja. Und es ist schön, auch so diese Seite von Sokrates und der Zeit damals zu verstehen. Gibt es sonst noch was man über Athen in dieser Zeit wissen muss, um zu verstehen, wie Sokrates gedacht hat? Die Athener waren eine Kriegerkultur. Sokrates wird in einer Kultur geboren worden sein, die sehr männlich orientiert war. Nach einem Kriegerdenken galt sehr viel auf Tapferkeit, galt sehr viel auf Disziplin und Durchhaltefähigkeit. Das sieht man auch daran, wie Sokrates erscheint in den Quellen, was über ihn erzählt wird. Er galt als sehr mutiger Mann. Er selbst war dreimal im Krieg und dreimal wurde er von seinen Mitsoldaten dafür gelobt, wie standhaft er gekämpft hat, wie tapfer er gewesen ist und was für Strapazen er durchgemacht hat. Zum Beispiel war einmal während eines Feldzuges, waren sie im Winter, das war ein Feldzug in den Wintermonaten und im Norden. Es war viel kälter, als die Athener es gewohnt waren. Und dennoch lief Sokrates barfuß. Das war übrigens eines seiner Erkennungsmerkmale. Er hatte nie Schuhe an, er ist immer barfuß gelaufen. Und er hatte nie frisch gewaschene Kleidung an. Er hatte immer so halb saubere Laken um sich herumgewickelt. Also er hat nicht viel auf Darstellung gegeben, er hat nicht viel auf Kleidung gegeben. Und in diesem Winterfeldzug ist er barfuß und ohne Unterhemd herumgelaufen, was ihn immerhin, also die Soldaten haben ihn wohl scheel angeguckt dafür, dass er das gemacht hat, aber er wurde eben dafür gelobt. Das ist so typisch für diese Kultur. Das finde ich ganz wichtig, weil nach dem, was du eben erzählt hast, könnte man ja so den Eindruck gewinnen, dass es einfach ein Halodri war, der keine Lust hatte zu arbeiten und stattdessen ein bisschen rumgelaufen ist, sich unterhalten hat. Und er sagte zum Schluss, als er sich gegenüber dem Gericht verteidigte, zum Schluss seines Lebens meine ich, ja, sagte er, ich habe mich immer als guter Bürger benommen, ich habe mich immer eingeordnet, ich habe immer eine Aufgabe im Gemeinwesen gefunden. Und das war ihm ganz wichtig. Er hat sich verstanden als ein rechtschaffener Bürger. Also er hatte eine Bürgeraufgabe. Heutzutage sehen wir ja den Sinn unseres Lebens oft darin, dass wir einen Beruf ausüben. Also um in der Welt etwas zu wirken. Zu einer Zeit, wo man Sklaven hat, die für einen den Haushalt erledigen, hat man sehr viel Tagesfreizeit. Und der normale Athener Mann, der Bürger, in dem Sinne des Wortes, dass er in der Öffentlichkeit etwas fürs Gemeinwesen tut, musste eben andere Aufgaben finden. Es war für viele Aristokraten der Weg in die Politik. Für einen Mann wie Sokrates hätte das auch offen gestanden. Er hätte auch in die Politik gehen können. Aber das wollte er nicht. Er verstand sich eben als umherwandelnder Lehrer. Einer seiner Schüler, Xenophon,
der ein Buch über ihn geschrieben hat, das heißt Erinnerungen an Sokrates, hat einmal berichtet, wie er ihn kennengelernt hat. Und zwar, der Xenophon war ein junger Mann, vielleicht 17 oder so, und ging mit sehr viel Tagesfreizeit ausgestattet, weil adelig, durch die Athener Innenstadt und durch eine Gasse und sah dort diesen dickbäuchigen, diesen Mann mit dieser Stupsnase, diesen, man sagt ja, ziemlich hässlichen Mann, der ihn plötzlich aufhielt, streng anguckte, von oben bis unten musterte und sagte, wohin gehst du? Und da sagte Xenophon, ich gehe zum Markt. Und weißt du denn, wo die Menschen hier Fisch kaufen? Ja, auf dem Markt. Was denkst du denn? Antworte Xenophon, so. Dann weißt du also. Und weißt du, wo Männer tugendhaft werden? Da musste Xenophon aber überlegen, wo Männer tugendhaft werden. Nee, das wusste Xenophon nun wirklich nicht. Ja, sagte er dann, komm mit, ich werde dir das beibringen. Was für eine interessante Geschichte. So einer war Sokrates. Er war davon überzeugt, dass er, einen Vorsprung hatte. Ich denke doch, dass er meinte, er sei ein Weisheitslehrer. Und er würde den Menschen dabei helfen, so hat er sich immer beschrieben, weise zu werden. Er hat sich ja selbst als Hebamme bezeichnet. Einmal musste er sich rechtfertigen, warum er denn immer so blöd fragt. Und dann hat er gesagt, ich übe einfach den Beruf meiner Mutter aus. Aber der Gott hat es mir leider verwehrt, dass ich Menschen zur Welt bringe. Ich bin keine Frau, ich bin ein Mann, deshalb bringe ich hier Gedanken auf die Welt. Ich übe den Beruf meiner Mutter aus. Und wenn ich mit den Leuten rede, dann versuche ich, die Wahrheit in ihnen zu gebären. Das war sein Beruf, sagte er. Finde ich auch wichtig, um das nochmal zu verstehen, dass Sokrates also tatsächlich eine Aufgabe hatte, einen Beruf, eine Berufung, was auch immer. Das heißt, er hat nicht aus Faulheit sich verwehrt, sondern er hatte eine andere Berufung, der auch sehr intensiv und in der Rückschau auch durchaus erfolgreich nachgegangen ist. Wir sollten jetzt nicht so sehr auf den Beruf achten. Wir wissen ja aus der Forschung der Kultur der letzten Jahrhunderte, das Wort Beruf kommt, da ist dieses Rufen drin. Da ist irgendwie ein Ruf, da ruft dich jemand zu etwas auf. Das ist zutiefst protestantisch. Wir müssen aufpassen, dass wir die Vergangenheit nicht so verklären mit unserer Art, über die Welt zu denken. Aber so eine gewisse Art von Sendungsgedanken war da bestimmt zu erkennen. Sokrates muss eines Tages etwas erkannt haben. Man rekonstruiert das heute damit, dass er sich mit den Philosophen seiner Zeit beschäftigt hatte und sah, dass da etwas fehlte. Der Philosophie fehlte nämlich ihre Lebensrelevanz. Er hat sich sehr stark, wohl in seiner Jugend, das weiß man, mit den Philosophen beschäftigt, die damals en vogue waren, die quasi die wie wir heute so Philosophen wie Schopenhauer, Hegel und Kant als Namen und Begriffe haben, gab es damals den Heraklit, den Thales, den Pythagoras und die kannte er. Er hat selbst ja gehört von einem Lehrer. Er selbst ist ja in eine philosophische Schulung gegangen. Damals war Philosophie nicht so institutionalisiert, dass es Universitäten gab. Das kam erst später durch einen Schüler von ihm. Durch Platon. Aber er selbst hat das gehört und er sagte, da fehlt was. Die vorsokratische Philosophie, so nennt man sie tatsächlich, die vorsokratische Philosophie geht nur der Frage nach, was ist die Wirklichkeit? Was ist die Welt? Und darauf gab es viele Antworten. Aber keine dieser Antworten hat uns gelehrt, sagt Sokrates, worauf es wirklich ankommt, nämlich das gute Leben. Wie darf ich das verstehen, wenn du von vorsokratischer Philosophie sprichst? Was war tatsächlich so anders gegenüber dem, was es nach Sokrates gab? Sokrates hat in gewisser Weise das Gewissen eingeführt. Er sagte, man solle sich um sich selber kümmern. Das sei die Hauptaufgabe. Das ist der Weg zu einem guten Leben, sich um sich selbst zu kümmern, um die Pflege seiner Seele sozusagen. Man muss, um seine Seele zu pflegen, sich stets hinterfragen.
in seinem Tun. Man darf nicht so tun, als ob man schon alles wüsste. Man soll eher immer sich fragen, ist das, was ich weiß, wirklich haltbar? Also kann ich das mit vollem Bewusstsein behaupten, dass ich weiß, was Gerechtigkeit ist? Darf ich mit vollem Bewusstsein behaupten, dass ich weiß, was ein guter Staat ist? Darf ich mit vollem Bewusstsein behaupten, dass ich weiß, wie ich glücklich werde, was mich glücklich macht? Ganz aktuell solche Fragen. Davor gab es eher so die Fragen wie entsteht das Leben? Oder wie entstehen Krankheiten? Oder wie entsteht überhaupt der Wechsel in der Welt? Wie ist es zu erklären, dass die Blätter von den Bäumen fallen? Man hat sich viel mehr mit dem Sein als solchem, also das ist so ein philosophischer, umfassender Fachbegriff, man hat sich mit der Wirklichkeit beschäftigt. Und man hat sich gar nicht so sehr mit dem Leben konfrontiert gesehen. Es muss in Sokrates irgendwann der Wandel stattgefunden haben, dass er einsah, dass dich diese Theorie über die vier Elemente nicht weiterbringt, dass in deinem Leben, in deinem Bemühen, ein besserer Mensch zu werden oder an deinem Charakter zu arbeiten. Sokrates gilt als Dreh- und Angelpunkt einer neuen Art, über die Welt zu denken. Die vorsokratische Philosophie hat ihn vorbereitet. Sie hat damals, also die Philosophie der damaligen Zeit, die quasi die Up-to-Date-Philosophie der damaligen Zeit, war die, dass man Unterschied zwischen natürlich und Mensch gemacht. Das war schon ein Fortschritt. Das war die griechische Aufklärung, kann man so sagen. Die griechische Aufklärung, die Sokrates vorbereitet hat, und Unterschied dazwischen, dass es Sachen in der Welt gibt, die einfach nicht natürlich sind, sondern die durch menschliche Konvention geregelt werden. Und genau da greift Sokrates ein. Denn wenn er sagt, bist du dir sicher darin, was Tapferkeit ist, bist du dir sicher darin, was dir Glück verspricht, dann fragt er nämlich, kannst du das vor dir selber beantworten oder antwortest du mir jetzt nur mit der Konvention? Da kommen wir zu einem Punkt, er fragt. Ja. Du hast ja vorhin beschrieben, er ging morgens erst dorthin, wo Gymnastik betrieben wurde, wahrscheinlich von Männern, nehme ich an, ja. Und dann auf den Markt. Und ist dort ins Gespräch gekommen. So verstehe ich das jetzt. Und wahrscheinlich mit Männern. Ja. Also, weil die Gesellschaft einfach auch so geprägt war. Wie waren diese Gespräche? Ja, also Gespräche sind uns überliefert. Sein Schüler Platon, der erst sehr spät zu ihm gestoßen ist, überliefert uns Gespräche über Tapferkeit, über Gerechtigkeit, über das gute Leben, über Wissenschaft. Sokrates hat sich mit Absicht immer diejenigen zum Gesprächspartner ausgewählt, die behauptet haben, etwas zu wissen. Und zwar gar nicht so sehr die auch dafür Werbung gemacht haben, die auch. Aber er hat sich gewandt an die Fachmänner, sozusagen. Er hat sich ja vorgenommen, in seinem Leben diesen Beruf auszuüben, nämlich, wie er sagt, die Athener Gesellschaft etwas besser zu machen. Seine Lieblingsfrage war ja immer die nach dem, was das Beste ist, das der Mensch aus sich machen kann. Und es gibt ja viele Dimensionen, in denen wir gut sein können als Menschen, in denen wir auch versagen können, zum Beispiel Tapferkeit. Tapferkeit gilt ja durchaus auch heute noch irgendwie als Tugend. Wenn wir sagen, wir schreiten irgendwie tapfer ein, wenn da jemand zusammengeschlagen wird, oder wir schreiten tapfer ein, wenn da irgendwie ein Unrecht begangen wird. Sowas interessiert natürlich jemanden, den es darum geht, zu erforschen, was das gute Leben ist oder was das Beste ist, was man aus sich machen kann. Deshalb ist er zu den Feldherren gegangen, zu den Soldaten, denn die werden ja wohl wissen, was Tapferkeit ist. Und wenn es irgendjemanden gegeben hätte, von dem dann gesagt wurde, er sei tapfer irgendwo eingeschritten, wäre er auch zu ihm gegangen und hätte auch ganz ohne ihn widerlegen zu wollen, sondern auch ganz offenherzig ihn
auch mal gefragt, was ist das denn eigentlich, was wir Tapferkeit nennen oder Gerechtigkeit. Und diese Gespräche, die uns überliefert sind, die haben alle gewisse Merkmale, die wir heute mit dem sokratischen Fragen verbinden. Das sokratische Fragen ist eine Methodik geworden, eine Methodik, die wir benutzen, um zur Erkenntnis zu gelangen oder zur Einsicht zu kommen in Sachen des praktischen Lebens. Was heißt das konkret? Also die sokratische Methode ist die Methode des Nachhakens, des Fragens, was ist das überhaupt, was du meinst? Zum Beispiel, was ist einfach Tapferkeit? Und dann wird es erstmal eine Reihe von Definitionen geben. Dann geht es ein Hin und Her. Das ist, man kennt doch diese Gespräche. Was ist Tapferkeit? Tapferkeit ist irgendwie, wenn du tollkühn in eine Situation hineinrennst und dein Leben aufs Spiel setzt, um jemanden zu retten. Ja, ist das jetzt die allgemeingültige Definition von Tapferkeit? Oder ist das nur etwas, was du mal erlebt hast? Ist das ein Beispiel für Tapferkeit? Ja, könnte man so sehen und daraus entwickelt sich dann ein Gespräch. Und in diesem Gespräch gibt es typischerweise immer wieder die Erinnerung daran, sag mir doch, was Tapferkeit ist. Und es gibt einen Maßstab, nämlich die Wahrheit. Man entwickelt quasi logisch, und das nennt man dann Dialektik, man entwickelt logisch eine Definition, die man haben möchte. Das ganze Gespräch steht unter einer Frage. Diese Frageweise verknüpft man oft mit Sokrates, diese Was-ist-Frage. Das ist für uns heute selbstverständlich. Ganz viel, wenn wir philosophieren, ist, was ist dies, was ist das? Wir fragen nach der Definition. Dieses Wort ist natürlich lateinisch. Sokrates hätte eher gesagt, ja, gib mal einen Grund an. Sag mal, warum. Eigentlich ganz naiv ist er an die Sache rangegangen. Aber er hat es systematisch betrieben. Das sind zwei Merkmale sokratischen Fragens. Ein drittes Merkmal ist die berühmte sokratische Ironie. Die Ironie heißt auf, also das Wort kommt aus dem Griechischen, heißt auf Deutsch Verstellung. Sich verstellen, sich irgendwie anders geben. Und die hat Sokrates benutzt, um an berühmte Leute heranzukommen, um sie bei ihrer Eitelkeit zu packen. War das nicht auch für manche Menschen provokativ? Also ich erkläre vielleicht, warum ich das frage. Ich stelle mir jetzt vor, auf dem Marktplatz von Athen erscheint praktisch täglich dieser Sokrates und kommt da mit Leuten ins Gespräch, also mit Männern. Der ist ja bekannt. Er hat das ja nicht nur ein paar Wochen gemacht, sondern nahezu Zeit seines Lebens. Haben Leute das nicht versucht zu vermeiden oder fühlten sich sehr provoziert? Ist es zu Streitereien gekommen? Ich stelle mir das so heute vor, da wird sich ja kaum noch jemand darauf einlassen. Nein. es gibt einen populären Philosophen, der heißt Alain de Botton, ist aber Engländer, obwohl er so einen französischen Namen hat. Und der hat mal versucht, durch Athen zu gehen, 2018 oder so, und hat dann so einen klerikalen Christen dann eben aufgehalten, so einen Priester, der aus der Kirche kam, und sagen Sie mal, was ist jetzt eigentlich der richtige Glaube? Und da guckte ihn der Priester nur ganz verstört an, schüttelte mit dem Kopf und signalisierte, gehen Sie bitte weiter, bitte stören Sie mich nicht. Oder wenn man heute, stell dir mal vor, du würdest vielleicht den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen abfangen können und sagst ihm mal eben, Sie wissen doch bestimmt, was gutes staatsmännisches Handeln ist, oder? Denn was soll er denn sonst antworten, außer ja, natürlich weiß ich das. Denn wenn er sagen würde, nein, weiß ich nicht, dann könnte man ihm ja zu Recht sagen, warum sind Sie denn dann der Ministerpräsident? Das ist Teil dieser der Ironie. Ach, du weißt das also. Und dann fragt man weiter. Genau. Ich will nur eben sagen, warum das provokant auch heute noch ist. Ja, das verstehe ich. Ja. Nur heute wird sich ja wahrscheinlich keiner mehr darauf oder sehr, sehr wenige Menschen nur noch darauf einlassen. Wir können uns heute zurückziehen, darauf belästige mich nicht. Ich habe meine Funktion in der Gesellschaft und ich bin durch die Regelungen, die hinter meiner Institution stehen, irgendwie geschützt. Oder ich habe keine Veranlassung, mit dir zu reden. Ja.
Genau, aber ganz anders eben zu der damaligen Zeit. Damals vertrat man noch etwas. Man war eine öffentliche Person. Man hatte sozusagen ein Gesicht zu verlieren. Diese Sache von Ehre ist uns aufgrund des Funktionszusammenhangs, wie unsere modernen Gesellschaften heute funktionieren, fast abhanden gekommen. Nur noch am Grab sprechen wir heute von der Person. Man muss sich wirklich klar machen, das Wort Person benutzen wir heute auch noch. Aber wir müssen gucken, wo. Wenn wir zum Beispiel in einem Aufzug lesen, 7 Personen, das meint nicht das Wort. Das ist nur ein Zahlbegriff. Wenn ich sage Person, meine ich auch nicht handelndes Subjekt. Ich meine auch nicht Wille, ich meine auch nicht Bewusstsein. Ich meine das wie die Leistung, die du durch Anstrengung in deinem Leben erworben hast und die mit dir verknüpft sind für alle Zeit. Das ist die Person. Die Person kommt heute noch, wenn wir Grabreden halten. Dann beschwören wir nämlich, dass der Leichnam, als er mal ein handelndes Subjekt war, Leistung erbracht hat. Also etwas, was Meriten genannt wird. Ja. Irgendwie was erhaltenswert ist. Das streicht man ja typischerweise in der Grabrede heraus. Ja. Und das ist diese alte Kultur. Die Kultur, das haben wir von den Griechen übernommen. Das haben die Griechen auch aus einer uralten Zeit. Das ist zutiefst menschlich, einen Menschen nicht nur nach dem, was er jetzt vital gerade leistet, sondern nach dem, was er auch mal geleistet hat, zu beurteilen. Und das war so bei den Freien? Freien kultivierte man das. Denn es galt ganz hoch Ehre. Es galt, die Ehre zu erhalten. Und es galt auch hoch, in der Lage zu sein, einem solchen Gespräch standzuhalten. Oh ja. Der gute Athener Bürger wurde in seiner Jugend darauf trainiert, argumentativ, rhetorisch standzuhalten. Die Athener galten als sehr streitfreudige Leute. Das Gerichtswesen in Athen hatte nicht umsonst es wurde jährlich beschlossen, wer unter den freien Bürgern für das nächste Jahr Richter sein musste. Da konnte sich man auch nicht entziehen. Das war Bürgerpflicht, ein Richter zu sein. Und es gab ständig Gerichtsprozesse. Ach, das so als kleine Exkursion ja. Für mich als Juristin natürlich ganz spannend. Da waren dann praktisch nur Laienrichter. Also es hatte keine eine Ausbildung als Richter, sondern es reichte, dass man freier Bürger war und wurde dann Richter. Nein, nein, jeder hatte eine Ausbildung in den Gesetzen genossen. Aha. Ja, ja, diese Ausbildung in den Gesetzen war Teil der Schulausbildung. Jeder freier Bürger musste dir irgendwie auch erklären können, wie die Gesetze laufen, wie die Verfahrensvorschriften sind und wie die Güterabwägungen laufen. Da gab es natürlich Unterschiede. Da gab es auch dumme Leute, gab es Intelligente. Da gab es Leute, die Geld dafür genommen haben, dass sie das anderen erklärten, war ja klar. Aber jeder war, also das war nicht nur ein Richterstand, der ausgerichtet war und Laienrichter als Hilfen. Nein, nein, jeder war vollwertiger Richter in gewisser Weise. Ein sehr interessanter Aspekt. Ja, dort zeigt sich auch sehr viel. Ich will nochmal herausstreichen, auch Sokrates war Richter, auch Sokrates hat sich dort, er hat sich profiliert durch zwei Begebenheiten, die es in seinem Leben gab. Einmal war er Richter in einem Prozess, wo es darum ging, um das Leben von 10 Feldherren zu entscheiden. Sie sollten nämlich zum Tode verurteilt werden, denn sie haben während einer Schlacht vor der Inselgruppe Arginusen haben sie die Leichen der eigenen Armee nicht bestattet. Also die schwommen da wohl im Wasser und die Feldherren haben beschlossen, abzuziehen, ohne die Leichen einzusammeln. Dafür wurden sie dann vor Gericht gezerrt. Wenn das galt als große Schande, denen die Toten nicht die letzte Ehre zu erweisen und sie auf dem Stadtfriedhof oder so beizusetzen, sondern da im Wasser vergammeln zu lassen, als ob das irgendwelche Hunde wären oder so. Ja, war eine sehr ehrhafte Gesellschaft. Ja. Sokrates musste mit darüber entscheiden. Letztlich sind sie auch zum Tode verurteilt worden, aber Sokrates war der Einzige, der auch gegen die Mehrheitsmeinung durchgesetzt hat, dass er meinte, sie haben doch ganz gut gehandelt. Denn mal von dieser Ehrensache abgesehen, es kam ein Sturm auf nach der Schlacht und dieser Sturm war so heftig, dass die Feldherren entscheiden mussten, setze ich jetzt das Leben der
Überlebenden aufs Spiel, dabei diese Leute da einzusammeln, oder fahre ich weg und lasse die Leichen im Wasser? Sie haben sich eben dafür entschieden, die Leichen im Wasser zu lassen. Sokrates hielt es aber auch argumentativ vor Gericht aus, gegen, ich glaube, 98 andere die Meinung durchzuhalten, dass die richtig entschieden haben. Ein anderes Mal, ich glaube 15 Jahre später, da wurde Athen nicht mehr von Athenern regiert, sondern von einer spartanischen, also von einer Regierung aus Sparta, die bekannt war als die 30, die 30 Tyrannen, die Herrschaft der 30. Es war eine fürchterliche Zeit. 1500 Athener Bürger mussten ihr Leben lassen, aus fast politischen Willkürgründen, und über 5000 Leuten wurde das Vermögen eingezogen, so tyrannisch waren die 30. Und Sokrates bekam von dem Rat der 30 den Auftrag, mit drei anderen einen Ausländer, Leon, aus dem Vorort Salamis aufzuknöpfen, um ihn den Tode zuzuführen. Und Sokrates hat berichtet, ja, ich bin dann mit diesem Auftrag nach Hause und bin dann nicht nach Salamis, sondern nach Hause gegangen. Denn so ein Unrecht mache ich nicht mit. Oh, sehr integer. Ja, auch das hat er vorgebracht. Übrigens, das sind so Gründe, die er selbst vorgebracht hat, als er selbst vor Gericht stand und es um seinen Tod ging, um zu zeigen, dass er doch auch mal das ein und andere Mal den Mund aufgemacht hat für das Richtige, obwohl der Staat auch was anderes wollte. Dieser Leon wurde getötet, aber Sokrates hat immerhin auch gegen den Befehl der Regierung gehandelt, und er hat eben nicht diesen Leon getötet, und er sagte selber, wahrscheinlich wäre ich selber getötet worden. Zum Glück muss man sagen, ist 2 Wochen später wurden die 30 dann durch einen Staatsputsch letztlich aus dem Amt gejagt. Wahrscheinlich hätte Sokrates auch sterben müssen, weil er den Befehl nicht. Also er hat auch trotz Todesdrohung etwas mal verweigert. Und eine Haltung entwickelt. Ja, ja. Also wir kommen sicherlich etwas später noch zu den Gründen oder Umständen des Todes von Sokrates. Aber vielleicht jetzt erstmal noch ein bisschen mehr zu seiner Gedankenwelt, zu den Dingen, die ihm besonders wichtig waren. Du hast eben gesagt, die beste Version von sich selber. Ja, richtig. Was ist das Beste, das der Mensch aus sich machen kann? Das ist die Frage nach der Bestheit. Es ist eine philosophische Frage, die muss man etwas erklären. Denn irgendwie denken wir heute, ja, das Beste, was ich aus mir machen kann, ist irgendwie einen Berufsweg einzuschlagen oder ein Universitätsstudium anzustreben oder zu heiraten, Kinder zu machen. Und natürlich waren das auch Antworten, die man damals auf die Frage nach dem guten Leben durchaus brachte. Und Sokrates hielt das eben für diskutierenswert. Er liebte es, über solche Sachen zu sprechen. Er hat eigentlich über nichts anderes gesprochen als das. Was ist eigentlich ein gutes Leben? Und jetzt muss man diese Frage nochmal anders aufknöpfen. Das philosophische Fachwort, und was wir heute noch benutzen, um diese Frage zu erklären, ist das Wort der Tugend. Das deutsche Wort Tugend ist aber etwas irreführend, weil wir durch eine Zeit gegangen sind, wo der Protestantismus und das Christentum viel unserer Kultur geprägt hat. Das Wort Tugend ist heute aufgeladen durch ein, ach, man möchte fast sagen, durch einen fast, ja, man geht erst durch eine Vorübung, bevor man eine Tugend entwickelt. Tugend ist sowas wie sich disziplinieren und gewisse Regungen in einem selbst, Gefühle nicht zuzulassen, sondern sich zusammenzureißen. Das ist alles protestantisches Erbe, was wir haben, oder auch katholisches Erbe. Nicht so Sokrates. Wir benutzen das Wort Tugend, um sein Wort zu übersetzen. Sein Wort war Arete. Und Arete bedeutet Bestheit. Die Arete gibt es häufig in der Natur, haben die Griechen festgestellt. Es gibt Dinge, die sind besser als andere Dinge. Also in der gleichen Liga oder nicht in der gleichen Liga. Es gibt die Arete eines Stuhles. Es gibt bessere Stühle als andere Stühle. Und die Arete eines Stuhlmachers zeigt sich auch darin, welche Art von Stühlen er herstellen kann. So zeigt sich die Arete des
des Berufes eines Schmieds darin, was für Gebrauchsgegenstände er zeigen kann. Die Arete eines Messers ist die Schärfe eines Messers. Und die Arete irgendwie eines Nutztieres ist, wie gut es die Aufgabe erfüllen kann. Dieses Wort Bestheit, das ist ja etwas, was wir gar nicht gebrauchen. Also das Wort Bestheit... Wir zögern heute sehr, Prädikate zu vergeben, wie schlecht. Genau, wir bewerten das gar nicht. Und das Wort Bestheit, ich glaube, das kommt in meinem Sprachgebrauch gar nicht vor. Das ist ja auch ein Kunstwort. Es ist ein Kunstwort, das ist klar. Wir gebrauchen das Wort Tugend. Oder über Jahrhunderte haben wir das Wort Tugend gebraucht, um über charakterliche Bestheiten zu sprechen. Dieses Wort hat dann aber letztlich in den letzten 300 Jahren durch Philosophien wie etwa von Immanuel Kant einen sehr trockenen Charakter bekommen. Ein bisschen blutleer. Absolut blutleer. Nur noch disziplinär sozusagen. Ich persönlich meine ja, wir sollten das Wort Tugend wiederbeleben mit einem frischen Wind, mit der Gedanke davon, dass eine Tugend eine Ausprägung des Charakters ist, die besonders gut ist. Und die nicht nur subjektiv gut ist, gerade für ein Ziel, sondern absolut gut. Ja, ich glaube, dass das Wort Tugend ein bisschen abschreckt, weil mit Tugend viele Menschen Langeweile verbinden. Damit verbinden zu sagen, wenn ich ein tugendvolles Leben führe, dann wird mich das nicht, wird es nicht viel Spaß haben und nicht viel Freude. Und ich habe den Eindruck, bei dem, was du schilderst, über die Zeit, in der Sokrates gelebt hat und zu den Gedanken von Sokrates, dass das sich nicht ausgeschlossen hat, dass auch ein Leben durchaus freudvoll sein konnte, ja, und mit Tugend einherging. Ja, die alten Tugendenlehrenden sagten nämlich, Tugend hat der dem es leicht fällt, das Gute zu tun. Für die war Tugend Leichtigkeit. Das war gar keine Anstrengung, die dahinter stand, gar keine Langeweile. Das war einfach, sie ist daran gewöhnt, das Richtige zu tun, das Beste aus sich zu machen. Und das bewundern wir an diesen Menschen. Tugend war wirklich Gegenstand der Bewunderung. Man hat Menschen bewundert, die in einer Ausprägung eine Arete hatten. Sportler zum Beispiel waren in Athen, man muss ja unterscheiden, dass das Griechenland der heutigen Zeit nicht das Griechenland der damaligen Zeit war. In Athen, wo auch die Olympischen Spiele natürlich hoch angesehen waren, waren die Gymnastik, das Körperbild, das war auch eine Form von Arete. Sokrates gilt ja übrigens als der erste hässliche Grieche. Bis dahin wurden die griechischen Männer, die man verehrte, immer mit Waschbrettbauch und großen Muskeln und so gezeigt. Ja, aber das war ja nun auch augenscheinlich nicht die Arete von Sokrates, der besonders schöne Mann zu sein. Richtig. Und darauf muss man auch immer wieder hinweisen. Das ist für uns heute so selbstverständlich, aber wir verstehen damals diese Bildsprache gar nicht mehr. Dadurch, dass plötzlich ein hässlicher Mann als bewundernswert angesehen war, wurde der Fokus verschoben vom Äußeren hin zum Inneren. Man sprach Sokrates innere Schönheit nach und seit ihm legen Philosophen auf den Charakter plötzlich Wert. Nämlich die charakterlichen Ausprägungen, die die Bestheit zeigen, zeigen sich in den Kardinaltugenden. Was sind die? Die Kardinaltugenden sind Klugheit, Besonnenheit, Tapferkeit und Gerechtigkeit. Diese Kardinaltugenden gab es aber auch schon vor Sokrates, oder? Diese Tugenden entstammen einem Tugendkatalog, den Sokrates sie entstammen der Sitte der Athener. Und nicht nur der Athener, auch Spartaner hatten so eine Art von, Sitte. Natürlich hatten sie auch die spartanische Sitte. Und insgesamt war der Tugendkatalog in Griechenland auch irgendwie vergleichbar. Die griechische Kultur hat auch ein Gemeinsames gehabt, schon vor der Zeit von Athen. Auch heute haben wir noch Charaktereigenschaften, die wir anderen vorziehen, zum Beispiel die der Höflichkeit und die der Pünktlichkeit. Wir würden heute sagen, höfliche und pünktliche Menschen gelten uns als besonders gut.
Und das haben sie auch geübt und sie, das ist eine Leichtigkeit in ihrem Handeln. Diese Tugenden, um auf deine Frage zurückzukommen, die gab es auch schon vor Sokrates. Sie wurden immer wieder erinnert durch so Merksprüche, die kursierten. Eines der berühmtesten Merksprüche ist, erkenne dich selbst. Ein zweiter berühmter Merkspruch ist, von nichts zu viel. Maß halten. Das ist die Besonnenheit. Das Maß halten können, das setzt schon Klugheit voraus. Man muss schon schauen, was für ein Gutes und was nicht. Das war Teil der griechischen Sitte. Und Sokrates und andere Philosophen bewegen sich ja nicht im luftleeren Raum. Sie fassen immer die Gedanken ihrer Zeit in Sprache, sprechen sie an und versuchen dann durch Argumentation herauszufinden, ob es wirklich lohnt, danach zu leben. Also ging es Sokrates, auch wenn er mit diesen Menschen gesprochen hat und auch in seiner eigenen Vorstellung, auch um die persönliche Entwicklung. Oh ja. Weil all das, was du jetzt schilderst, steht ja oft gegen die Impulse. Ja. Der Mut steht ja oft gegen den Impuls wegzulaufen. Die Besonnenheit steht gegen einen Impuls. Also dem bloßen Folgen von Impulsen, das wird nicht dazu führen, dass wir zur Tugend gelangen. Du sprichst das psychologische Zentralthema dieser Zeit an. Die Philosophie dieser Zeit, die Philosophie des guten Lebens, beschäftigt sich grundsätzlich damit, wie schaffen wir es, den eigenen Impulsen etwas Rationales entgegenzusetzen. Sokrates führt damit etwas ein und überhaupt diese Philosophie führt eine innere Instanz ein, die wir mal Gewissen nennen können, mal Rationalität, Vernunft, Verstand, Nachdenken. So eine Form von, der Philosoph Gernot Böhme hat das in seiner Studie der Sokrates als Bewusstheit definiert. Wir würden heute auch Achtsamkeit sagen. Mhm. So ein Moment, dass man den Impulsen, die man in sich hat, etwas entgegensetzt, nämlich eine Überlegung. Diese Überlegung ist quasi der sokratische Dialog, den man sich innerlich nochmal fasst. Ist das wirklich das Richtige jetzt? Wenn ich in der Situation stehe und ich spüre den Zorn in mir hoch, dann ist es schon für den Zorn beruhigend, wenn man den Zorn sieht, wie er kommt. Und dasselbe für die sexuelle Lust. Ich muss ja nicht gleich wie die wilden Tiere auf meine begehrenden Objekte zulaufen. Ich kann ja auch erstmal sagen, ist es nicht gut, jetzt mal innezuhalten und einfach nur so eine Übung zu machen wie, oh, ich sehe da einen schönen Menschen. Mhm. Dieses sich zusammenreißen kommt natürlich auch aus einer Kultur, das ist vielleicht der Inbegriff von Kultivierung nach innen. Sokrates wollte Selbstkultivierung lehren. Und er hat dafür eine Methode entwickelt und er hat darum eine ganze Philosophie entwickelt. Er sagt nämlich, ein Leben, das man nicht hinterfragt, ein Leben ohne Selbstprüfung ist nicht lebenswert. Es verdient gar nicht, gelebt zu werden. Das sagt er wieder in seiner Verteidigungsrede, als es um sein eigenes Leben geht. In dieser Rede, ist ganz wichtig für das Verständnis seiner Philosophie, beschreibt er nämlich am Ende seines Lebens 70-jährig, nach welchen Prinzipien er gehandelt hat. Diesen 500 anwesenden Richtern, die über sein Leben bestimmen, hält er diese Rede und sagt, ich habe meinen Lebtag mich hinterfragt und ich habe dafür gesorgt, durch mein Reden in der Gemeinschaft von Athen, dass ich auch andere hinterfrage. Und ich habe stets darauf geachtet, nicht Unrecht zu tun, denn das würde meiner Seele schaden. Ich habe immer auf das Heil meiner Seele geachtet und geholfen, das Heil der anderen Athener mit zu beachten. Jetzt müssen wir doch mal dazu kommen, warum steht er vor Gericht? Warum steht er vor Gericht? Er hat sich nicht nur Freunde gemacht, kann man sich denken, mit seiner provokanten Art. Ihm wurden Dinge nachgetragen. Er war so eine Person, die man da nicht haben wollte. Und er hat die Sitten ja in Frage gestellt. Er hat ja immer wieder die Jugend darauf eingestielt, hinterfrag doch einfach mal das, was dein Vater sagt. Oder hinterfrag doch mal einfach dein Leben. Und das heißt ja in dieser Zeit nichts anderes, hinterfrag mal die Sitte. Wobei,
es ihm doch dann nicht darum ging, einfach den Vater zu hinterfragen, so habe ich das jedenfalls bis jetzt verstanden. Ihm ging es nicht darum, einen jungen Menschen gegen den Vater aufzuwiegeln, sondern zu sagen, hinterfrage das, was die Essenz der Aussage deines Vaters ist. Richtig, richtig. Ob das für dich stimmt und wohin du dich damit entwickelst. Ich möchte das mal versuchen, mit so einem jesuanischen Wort mal zu verknüpfen, vielleicht gelingt mir das, also mal Jesus mit Sokrates in einem Satz darzustellen. Es gibt dieses Wort von Jesus, wenn du mir nachfolgen willst, musst du deinen Vater und deine Mutter verlassen. Ja. Was heißt das, ne? Kann man ja fragen. Und die eigentliche Erklärung dieses Satzes ist nicht, du musst wirklich deinen Vater verlassen, sondern du darfst nicht mehr nach dem Gesetz deines Vaters leben. Wenn du nämlich meinen Weg gehen willst, musst du nach einem allgemeinen Gesetz leben. Dieses, wir würden heute nach einem Vernunftgesetz leben, sagen. Du musst nicht hinterfragen, was sagt mein Vater, sondern was sagt deine Vernunft dir eigentlich? Der vorsokratische Philosoph Heraklit hat mal gesagt, du kannst mir misstrauen, aber du kannst der Vernunft nicht misstrauen. Oder anders gesagt, alles ist irgendwie die Vernunft. Wir können uns auf die Vernunft verlassen. Alles Themen, die du jetzt beschreibst, die Sokrates beschrieben haben, die an Aktualität nichts verloren haben. Nein, wir haben ja auch die Kultur davon geerbt. Also es ist ganz stark, in Sokrates ist angelegt, wie das Philosophieren auch heute noch gelebt wird. Dass wir uns nämlich Vernunftgründe für unser Handeln suchen. Nochmal zurück zur Frage, warum war das eigentlich ein Grund, vors Gericht gestellt zu werden? Also es gab Sokrates, 70-jährig, ist angeklagt worden der Gotteslästerung und der Verderbung der Jugend, oder wie das heißt, Verderbnis. Er hat zum Verderbnis der Sitte beigetragen, indem er den Jugendlichen nämlich dieses Denken beigebracht hat. Das Denken der neuen Zeit. Er hat sich wohl auch selbst irgendwo als Erneuerer gesehen. Zumindest galt er als Erneuerer. Und warum Gotteslästerung? Er selbst hat immer gesagt, in mir lebt eine Stimme. Das war ganz eigenartig. Man hat sich auch lange gefragt, ob er nicht wirklich... Also es gab mal eine Zeit der Interpretation, wo man sich gefragt hat, vielleicht war er einfach schizophren. Vielleicht würde das erklären, weshalb er von dieser Stimme gesprochen hat. Und er meinte das ernst. Er hat in sich eine Stimme. Und diese Stimme, die rät ihm zu nichts. Sie rät ihm nur ab. Und er hat sein Lebtag auf diese Stimme gehört. Immer dann, wenn er zu entscheiden hatte, hat er erstmal in sich gehört. Und dann kam Hegel, der Philosoph Hegel, hat das mal mit Gewissen versucht zu übersetzen. Dann kam sein Gewissen auf. Wahrscheinlich war es diese Stimme. Es gibt eine Geschichte von ihm, die ist recht eigentümlich. Da hat ihm wohl ein Gedanke befallen und er ist stehen geblieben. Mitten auf der Straße ist Sokrates stehen geblieben und hat gegrübelt und ist stehen geblieben. Und er hat 12 Stunden lang den Ort nicht verlassen. Er ist dort stehen geblieben und das ist so überliefert. Die Leute haben sich erst gefragt, was macht denn der Sokrates da? Sind ihren Tagesgeschäften nachgegangen und abends haben sie gesehen, dass Sokrates da doch immer stand und gegrübelt hat. Also er war jemand, der sich sehr mit sich selbst meditativ beschäftigen konnte. Es gibt die Interpretation von Bertrand Russell in Die Philosophen des Abendlandes, dass er eine katatone Schizophrenie hatte. Katatone Schizophrene sind solche, die bleiben plötzlich stehen und können sich nicht bewegen. Das ist die Definition von Kataton. Es ist immer leicht, Philosophen irgendeine psychologische Erklärung zu geben, so als ob das psychologische Abweichler wären. Wir wollen mal den Mann Sokrates als rationalen, also als Vernunftgründen zugängliches Wesen, das nicht gestört ist durch psychologische Störungen, beschreiben und sagen, er hat immer seinem Gewissen gefolgt. Und das war der Grund für Gotteslästerung. Denn er hat gesagt, mir sagt etwas in mir, ich nenne das meinen Dämon. Er hat das Dämon genannt. Das greift zurück auf die Welt der damaligen Zeit, die Mythenwelt. Die Dämonen waren so Halbgötter. Und die Dämonen haben Menschen befallen. Man kennt das ja immer noch mit
bis heute sprechen ja einige, in deren Heimatorten die Aufklärung nicht stattgefunden hat, über Dämonen und Besessenheiten von Geistern. Das ist das gleiche Denken. Und das war sehr üblich in Athen, das muss man dazu erklären, dass das jetzt nicht eine fantastische Vorstellung war, sondern das war da eine sehr übliche Ausdrucksweise. Es gab sogar einen Kult, den orphischen Kult, den haben Priester betrieben, die haben dann Dämonen beschwört. Und das war, aber das war eben auch wieder ein politischer Trick, Sokrates vor Gericht zu bringen. Was man eigentlich erreichen wollte, damit war man sich irgendwie einig, ihn zur Flucht zu zwingen. Es war üblich, in Athen solche Todesprozesse zu führen. Und dann gab man, indem man noch ein Auge zudrückte, dem Mann, der da verurteilt wurde, 2 Wochen Zeit, einfach zu verschwinden. Das war politisch Usus. Dann war aber sein Ruf vernichtet. Dann war ja eben jemand, der dann geflohen ist. Jemand, der eine neue Existenz der sich den Dingen nicht gestellt hat. Ganz abgesehen davon, Sokrates kannte, und die Athener hatten ja jede Chance dazu, weil sie lange genug mit ihm gelebt haben. Du sagst, er war in seinem 70. Lebensjahr oder schon 70 Jahre alt. Dann hätte man wissen müssen, dass er nicht flieht. Und in diese Rede ist überliefert, nicht dem Worte nach, aber dem Sinne nach von Platon. Das ist die Apologie, die Verteidigungsrede. Es sind eigentlich 3 Verteidigungsreden. So, diese Prozesse laufen so, sie müssen an einem Tag, muss ein Prozess beendet sein. Deshalb beginnt er morgens, denn der Prozess darf sich nur, also bis Sonnenuntergang muss das Urteil gesprochen sein. Das ist eine der Prozessordnungen in Athen. Dann versammeln sich also 500 Männer, die dann per Los ausgelost werden. Also morgens kommen 2000 und mehr Männer, kommen zum Gerichtsgebäude und dort steht ein Automat, der hat in sich einen Mechanismus. Da zieht man dran und der Mechanismus macht, dass entweder eine weiße oder eine schwarze Bohne fällt. Und wenn man eine schwarze Bohne bekommt, darf man Richter sein. Also wir reden wirklich über einen Automaten. Ja, es ist keine Person. Nein, es ist keine Person. Die mit einem Hut irgendwas aus einem Hut zieht. Nein, es ist ein Automat und der wird bedient unter Aufsicht. Man hat nämlich sogar Personalausweise. Man muss sich ausweisen. Man hat so Lehmtäfelchen, da steht, du bist Menexenos aus dem Vorort Bürgerde. Und diese Lehmtäfelchen, wir führen jetzt zu weit aus, aber das finde ich gerade faszinierend. Diese Lehmtäfelchen haben die Leute bei sich zu Hause. Ja. Die müssen sich ja ausweisen als Bürger von Attika. Man ist ja auch stolz darauf, Athener zu sein. Ja. Perikles, der große Staatsmann, hat ja Reden geschwungen, wie die ganze Welt sieht auf uns und wir sind das Vorbild für alle. Ja. So dachten die Athener. Also es kam zu diesem Prozess, er war wesentlichen Menschen ein Dorn im Auge. Oh ja. Und dann geht's los. Dann wird er konfrontiert. Gotteslästerung, Jugendverderbnis. Was sagst du? Es ist zwar üblich bei solchen Prozessen, sich dann ausgefeilteste Reden machen zu lassen von Redenschreibern. Sokrates hat darauf verzichtet. Sokrates hat sich selbst verteidigt. Und dann fing er an. So, also ihr mit eurem Gott, ich habe immer Götter geachtet. Und dann fing er an zu sagen, dass Orakel von Delphi hat mich im Namen der Götter als den weisesten Menschen, den es gibt, bezeichnet. Dann habe ich nie etwas Unrechtes getan. Ich habe immer, dann führt er an, ich habe den Leon nicht getötet, ich habe beim Agonisenprozess habe ich nicht, und eigentlich höre ich nur auf meine Stimme in mir selbst. Das ist kein Gott. Ich vertraue darauf, dass mir Gott eine Aufgabe gegeben hat und diese Aufgabe führe ich hier durch. Was mache ich hier nämlich, liebe Athener? Ich kümmere mich um das große Pferd Athen. Er sagt, ich bin für euch die Stechfliege, damit das Pferd mal wieder ein bisschen wach wird. Er bezeichnet sich wirklich als Stechfliege. Schöner Vergleich. Das große Pferd, was so ein bisschen... was ein bisschen müde geworden ist durch all diese Selbstarroganz, durch dieses wir gratulieren uns selbst dazu, die Hochkultur zu sein und so, da frage ich mal so ein bisschen, ob die Sitten, die wir leben, ob das wirklich noch zeitangemessen ist, das ist mein Fragen. Ich habe Leute immer wieder verstört, das ist mir klar, aber ich hab ja nichts Unrechtes getan, ich habe ja nur nach der Wahrheit gefragt.
Und dann läuft so ein Prozess typischerweise so: Nach der ersten Verhandlung, also nach den ersten Reden, die gehalten werden, gibt es eine Zwischenabstimmung. Es gibt 500 Leute, die abzustimmen haben. Es gibt eine einfache Mehrheit darüber. Es wird der Antrag gestellt, Sokrates zum Tode zu verurteilen. Wer stimmt dafür? Eine knappe Mehrheit gegen ihn. Irgendwie 320 zu 280. Jetzt hat der Angeklagte in dem zweiten Schritt des Prozesses noch die Möglichkeit, das Strafmaß zu seinem Gunsten zu verändern. Genau, also von der Todesstrafe wegzukommen. Und zwar, indem er selbst ein Strafmaß vorschlägt, das angemessen genug erscheint, sodass er noch einige umstimmen kann, sodass sie ihn dann zu seiner Strafe verurteilen und nicht zur Todesstrafe. Typischerweise war das so, dass man dann seine Kinder holte und seine Frau und nochmal ein bisschen Eindruck machte, dass man dann Mitleid erregte und dass irgendwie die Kinder noch sagten, ich habe so einen tollen Vater und so. Darauf hat Sokrates auch verzichtet. Was hat Sokrates gemacht? Er hat ihnen gesagt, wisst ihr was? Mein Lebtag habe ich für euch gearbeitet. Ich habe hier philosophiert von morgens bis abends. Die schlimmste Bestrafung, die ich hier haben kann, ist, dass ich weiter philosophiere. Also meine Strafe soll sein, ich muss weiter philosophieren. Und dann sollte ich eigentlich anerkannt werden hier und sollte den Rest meines Lebens auf Kosten des Staates essen und trinken bekommen. Das haben nur die Sieger von Olympia bekommen. Und dann hat er gesagt, und ich gebe euch eine Kopeke. Mehr habe ich nämlich nicht. Gut, das wird keinen großen Eindruck gemacht haben. Seine Freunde waren schockiert. Seine Freunde haben vor Gericht noch alles zusammengekratzt, was sie hatten, und gesagt, wir erhöhen das um 30 Kopeken. Also sie wussten nicht, was sie tun sollten. Seine Freunde waren schockiert. Und wie? Nun, er hat es aber dabei belassen. Mhm. Und wie man sich denken kann, hat er dann viel mehr Leute gegen sich gehabt. Und damit war es sein Schicksal besiegelt. Sozusagen. Dann gibt es noch bei Platon überliefert seine Rede, die dann nach der Verkündung des Todesurteils geht, ist sehr lesenswert, wo er eben sagt, ich gehe jetzt meiner Wege, ihr geht eurer Wege, ihr werdet euren Lebtag nicht die Schuld von euch wischen können, dass ihr mich zum Tode verurteilt habt. Ist der Tod überhaupt etwas Fürchtenswertes? Das weiß ich nicht zu sagen. Die einen sagen, es ist ein Schlaf ohne Traum. Die anderen sagen, es ist ein Übergang zu einer anderen Welt. Wenn es ein Schlaf ist ohne Traum, dann werde ich ja ein gutes Los gezogen haben. Dann werde ich ja schlafen wie ein König. Wenn es ein Übergang in eine andere Welt ist, dann werde ich also bald mit Homer und Heraklit spazieren gehen können und dann werde ich auch viel bessere Richter finden über mein Schicksal als ihr. Und damit hat er dann sich in den Kerker begeben. Er musste nämlich direkt in den Kerker. Jetzt war es so, dass das Todesurteil nicht direkt vollstreckt werden durfte, weil es hohe Feiertage gab. 2 Wochen lang musste man warten, bis ein Schiff aus rituellen Gründen zu einer Insel gefahren ist. Dann kamen die Priester zurück. 2 Wochen lang war er im Kerker. Und aus dieser Kerkerhaft sind auch noch Gespräche über die Unsterblichkeit der Seele, über das Leben nach dem Tod überliefert im Dialog Phaidon von Platon. Eines der schönsten Erzeugnisse der Literaturgeschichte, die man sich denken kann. In diesem Zusammenhang weise ich gleich mal darauf hin, dass wir unter dem Podcast weiterführende Literatur verlinken, wie diese Dinge auch und diese Schriften. Also wer sich etwas intensiver damit beschäftigen möchte, der hat da sehr gerne Gelegenheit. Ja, nun, dann kam also der Tag der Vollstreckung. Sokrates galt ja sein Lebtag als jemand, der sehr bescheiden war. Einer seiner besten Freunde, ein Millionär in der Stadt, brachte ihm ein goldenes Kleid, das er anziehen sollte. Die Bestrafung bestand ja darin, Gift zu trinken. Den Schierlingsbecher. Ja. Das war zur damaligen Zeit eine Gnade, die man Athener Bürgern gewährte, weil das als ziemlich humaner Tod galt.
Sokrates hat abgelehnt, dass er jetzt dieses goldene Ding anzieht. Das könne er nicht gebrauchen. Dann fragte er, nachdem er seine Frau, die ihn dann auch verabschiedet hat, weggeschickt hatte, fragte er den anwesenden Henker, wie denn das Gift wirke, denn er sei ja wohl der Fachmann darin. Und er erklärte ihm, ja, also du musst das trinken und dann musst du ein bisschen umhergehen. Das sei ganz gut, damit sich das im Körper verteilt. Und dann wird langsam dein Körper von den Beinen bis zur Brust immer kälter und immer lahmer. Und wenn die Lahmheit dann dein Herz erreicht, dann bist du tot. Mhm. Und dann hat er dieses Gift getrunken. Platon war übrigens nicht anwesend an diesem Tag. Er hat also aus Überlieferungen aufgeschrieben, was da passiert ist. Die Anwesenden sind in Tränen ausgebrochen. Natürlich, denn sein Freund, also da waren glaube ich 7 Freunde von ihm da. Sie haben ihm beweint, haben eigentlich auch sich beweint, weil sie nie wieder so einen guten Mann treffen werden. Ja, und dann hat er noch gesprochen, hat so ein bisschen getröstet und dann hat er an seinen Beinen herumgefühlt, die waren schon kalt. Und als letztes hat er seinem Freund noch gebeten, dass sie dem Asklepios ein Hahn opfern müssen. Und dann ist er auch gestorben. Ein großer Mann. Die Täter übrigens wurden einige Monate später selbst zum Tode verurteilt. Die Athener waren sich danach klar, dass sie etwas falsch gemacht haben. Man hat ihm, Sokrates, auch eine Skulptur dann gewidmet, die wir heute noch besitzen. Also es gibt noch dieses Bildnis von ihm, das gemacht wurde aus Reue über seinen Tod. Das Leben von Sokrates. Ich denke, man kann das gut zusammenfassen, wenn man sagt, es ist ein großer Dienst an sich selber, an seiner charakterlichen Entwicklung, wenn man sich immer wieder hinterfragt. Ist es das auch, was Sokrates sagen würde uns bis heute, was es bedeutet, ein gutes Leben zu führen? Ja, also die Bestheit eines Lebens. Das ist Arete. Ja. Ein schöner Begriff. Genau, die Arete eines Lebens, eines individuellen Lebens, ist die der Selbstbefragung. Das Selbstbefragen hilft dir dabei, dich zu öffnen, dich zu entwickeln. Indem du niemals fallen lässt, was du eingesehen hast, wirst du dich schon fortentwickeln, würde er sagen. Das Leben ist ein auf dem Weg sein. Und das wird dazu führen, dass es ein gutes Leben ist. Das Gute entsteht im gemeinsamen Dialog über die Wahrheit. Darin steckt sehr viel Vertrauen in das Ergebnis von authentischer, offener Rede, von sich auch selbst im Spiegel betrachten und die Schattenseiten seiner selbst auch einsehen. Im Gegenüber. Durch das Gespräch. Nicht nur im Gegenüber, sondern das Gespräch soll helfen dabei, dass man sich selbst hinterfragt. Und darin, wo man sich auch mal täuscht, auch mal einzugestehen, dass man bisher ein falsches Leben geführt hat und bereit ist, sich zu verändern. Das hat Sokrates immer gehofft, dass er nicht nur Schläge und andere Ärgernisse provoziert, sondern dass er auch daran arbeitet, den Menschen einen Weg zu weisen für ihr Leben. Ein wirklich schöner Gedanke. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, sehr modern, sehr wichtig auch noch für unser Leben heute. Das Gespräch, das offene Gespräch, um sich darin zu entwickeln, um sich, vielleicht würden wir heute auch sagen, zu reflektieren ein bisschen da drin. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt einmal so einen Bogen geschlagen von der Zeit, von dem Beginn von Sokrates Leben bis zu seinem Ende. Dankeschön, Christian, dafür, für das tolle Gespräch. Haben wir uns schon überlegt, was wir das nächste Mal,
was nächstes Mal Inhalt sein soll? Oder wollen wir überraschen? Also, wir werden das nächste Mal über sokratische Auswirkungen sprechen, sozusagen. Das ist gar nicht so sehr personenzentriert, sondern geht an, was hat Sokrates eigentlich für philosophische Schulen gegründet? Er hat durch sein Denken ein Vorbild hinterlassen, bis heute. Und beim nächsten Mal würde ich gerne mit dir sprechen über die griechischen Ausprägungen von sokratischer Philosophie. Darauf freue ich mich, Christian. Schön. Tschüss.